Kannst du unterschreiben? Oder? Der hat so einen schönen Gott, vor 50 Jahren ist er da hingekommen. Ja? Vorher war es an der Straße herumgestanden, dann haben sie noch von 50 Jahren, 64 Jahren, nie da, wo es jetzt ist. Und jetzt wollen die Herren Architekten aus dem Wettbewerb das Denkmal wieder da vorne hier an der Ecke, wo man von der Sparkasse aus in den Friedhof reingeht, wo die Ampel an. Ja, ich tue alles. Der wo schafft der zahlt? Oder wer zahlt, der schafft da? Das kann ja nicht sein. Das steht ja, doch so viel an. Ja, wenn du noch fragst, warum, dann kriegst du keine Antwort. Ja, von der Gemeinde kriegst du keine Antwort. Von den Architekten kriegst du auch keine Antwort. Ja, bis zur Weihnachtsliste werden die nicht mehr rüber. Die den Preis gewonnen haben, nicht? Honorar. 15.000 Euro und 11.000 Euro haben sie schon kassiert. Für die Idee, weil sie den Schmarrn vollgeschrieben haben. Mir ist das so scheißegal. Brauchst du nicht? Das bleibt sowieso stehen, wo sie ist. Du musst da reden, du musst dich kümmern. Du bist ein. Ich hab nichts sagen, ich hab mitgemacht damals und das war schön. Die Schlacht war in Ordnung. Das hat der Ding überhaupt nichts zu tun, was du mitgemacht hast. Ja, du kannst unterschreiben, ich habe eine Listen dabei. Du. Ja, ich darf nicht rein in der Gemeinde. Nein, das ist doch wurscht. Aber du setzt das durch, du hast das mit der Autobahn durchgesetzt. Das kann ich nicht, das kann ich nicht, nein, das kann ich nicht. Gottes Willen.